Endlich ist es wieder soweit. Saisonauftakt in der Verbandsliga Südwest und gleich am ersten Spieltag kommt es zum Derbykracher. Der SV Alemannia Waldalgesheim empfängt den Aufsteiger und Lokalmatador, den BFV Hassia Bingen. Wie das Spiel läuft, ihr seht's wie immer bei uns auf FUPA. Vor fast 800 Zuschauern im Stadion an der Waldstraße. Hassia Bingen mit dem Anstoß und Zug zum Tor. Dritte Minute, Eckball für die Hassia. An der Strafraumgrenze kommt Serdar Mükerim zum Schuss. 0:1 für die Gäste. Waldalgesheim gar nicht im Spiel. Bingen weiter druckvoll. Nur 4 Minuten nach der Führung. Alemannias Torwart Pascale Patria will weit vor dem Kasten klären. Die Aktion misslingt und Fabian Liesenfeld erhöht auf 0:2. Die Hausherren vom forschen Aufsteiger völligst überrumpelt. Und es sollte noch bitterer kommen. 27. Minute. Erneut Bingen in Aktion mit einem Freistoß. Dieses Mal darf Christian Korn das 0:3. Dies auch der Pausenstand. Wir starten in Durchgang 2. Die Gastgeber nun durchaus gewillt. Auch in den Zweikämpfen präsenter, aber mit fortlaufendem Spiel mitunter auch zu aggressiv. Konsequent geahndet von Schiedsrichter Ingo Hess. Auf der anderen Seite Bingen weiterhin im Konterspiel brandgefährlich. Waldalgesheim sah seine Chancen, hier noch was zu reißen, mehr und mehr davon schweben. Am Ende einer packenden, aber über weite Strecken überraschend einseitigen Partie gewinnt der Aufsteiger aus Bingen verdient mit 3:0 und hätte durchaus auch noch höher gewinnen können. Ich bin total stolz auf diese Mannschaft und vor allem, das war unsere Vorgabe heute, wir wollten heute effektiv spielen. Und das hat man auch innerhalb von 10 Minuten gesehen, da hat man auch schon 0:1 hier in Waldalgesheim geführt. Und das war heute das Entscheidende, dass wir die Chancen, die wir haben, vor allem in der ersten Halbzeit hat man das gesehen, da waren wir absolut effektiv und das hat man dann auch gesehen, so sind wir auch 0:3 in die Halbzeit gegangen. Wir haben uns einiges vorgenommen, wir wollten gut in den Zweikämpfen stehen, wollten entschlossen, mutig nach vorne spielen. Das war uns überhaupt nicht anzumerken, gerade in den ersten 20 Minuten waren wir überhaupt nicht präsent. Wir kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe, viel zu weit weg. Man hat auch immer das Gefühl gehabt, dass Bingen einen Schritt schneller am Ball war. Der Aufschlag war jetzt natürlich auch sehr, sehr hart. Hassia hat verdient gewonnen, auch in der Höhe verdient gewonnen. Und wir werden aufstehen, wir werden das diese Woche analysieren und dann die richtigen Schlüsse da auch wieder rausziehen.